Ja, und da es ja noch Läuse gibt, die ein bisschen Probleme haben bei der Ankündigung von dem Demo. Hier nochmal die kurze Info. Jetzt für unsere Zeitrechnung. Also dieses Dorf, was ich gespielt habe, ist halt für den 18.04. von 17 Uhr bis zum 19.04. um 1 Uhr. Und das Schloss wird dann am 25.04. für die PlayStation 5 geben, von 17 Uhr bis zum 26.04., also auch einen Tag um 1 Uhr. Das sind dann auch nochmal 30 Minuten im Schloss. Und Dorf und Schloss, das wird dann am 2.05. kommen, von 0 Uhr bis zum 3.05. 0 Uhr, also einen ganzen Tag. Habt ihr dann 60 Minuten Zeit. Hier auf der PlayStation 4, PlayStation 5, wohlgemerkt. Wobei am 2.5. es, glaube ich, dann auch für den PC und für andere Konsolen kommt. Ja, dann möchte ich eigentlich nochmal versuchen. Hier sind nochmal die ganzen. Okay. Wir gucken nochmal eben. Ja. Wir gucken nochmal den Trailer. Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. Where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left. Na, die Szene kennen wir ja aus dem Demo. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Ja, und damit endet auch dieser Trailer. Und wie gesagt, ich möchte nicht, das habe ich so überlegt, ich möchte nicht eine Diskussion haben. Ist es noch Resident Evil? Ist es nicht Resident Evil? Es ist ein Resident Evil, The Village, ein neues Resident Evil. Und man sollte sich einfach mit dem Inhalt befassen. Und entweder ist es gut. Es hat Tendenzen praktisch zum alten Resident Evil, was jetzt Kraut und was diese ganzen Rätsel angeht. Und man muss halt gucken.
Wie gesagt, wenn ich Resident Evil 8 dann Let's Playe, werde ich mit Sicherheit das ein oder andere dann bemerken, ob es mir gefällt oder nicht. Werde ich euch dann mitteilen bzw. euch darauf hinweisen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Sind ja nicht mehr lange Tage oder sind nicht mehr viele Tage. Genauer gesagt, das nächste Update kommt ja schon in 6 Tagen und 17 Stunden, wie hier die Uhr abläuft. Von daher, macht's gut. Und ja, wir sehen uns dann in 6 Tagen wieder und 17 Stunden. Und bis dahin erstmal ciao.